So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von natürlich Sims 4 hier auf meinem wunderschönen Kanal. Ich habe hier noch einen wunderschönen Zettel liegen. Ich muss noch gucken, ob ich hier frei kriege, weil ich eher denke nicht. Aber wenn nicht, dann ist es eben auch so. Ja, Menzi ist gerade auf der Toilette und die wahre Person, die das Video sehen soll, die hat das jetzt auch gesehen. Um was es hier sich handelt und alles mögliche. Wieso ich das mache und. Wir sollen Kindersachengeld ausgeben. Ja, Problem ist, wir haben noch kein Kind. Danach wird aber richtig fürs Kind ausgegeben, das weiß ich. Hier. 10 Uhr müssen wir auf Arbeit sein. Also, Halleluja, da ist ja noch ziemlich viel Zeit. Da müssen wir mal gucken. Ich soll wachsen werden. Ja, das glaube ich mal, habe ich geschafft. Habe ich hier Videospiele spielen. Okay. Spielen, Blockspiel. Danach können wir mal gucken, ob er irgendwelche anderen Bedürfnisse noch hat. Der liebe Herr Menzi von der Wort, oder wie war es hier? Alex Wort, so. Nicht Menzi von der Wort, sondern Alex Wort. Genau. Gucken wir mal dann noch seine Bedürfnisse an. Hygiene muss natürlich dann noch ein bisschen gemacht werden. Bei Tali ist es genau das gleiche. Ja, wo ist sie, muss aus dem Ohr schlafen. Und dann geht sie weiter auf Arbeit. Heute Morgen frei. Okay. Also 8 Stunden noch Zeit, da würde ich sagen, Gericht nehmen, wenn sie munter ist. Aber dass sie das gleich nimmt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. So, dann werden wir mal ein bisschen weiter flirten hier. Kennenlernen von Herzen, Kompliment machen, Tag verschönern. Was haben wir hier? Romantik. Anmachspruch. Flirten. Die Musik ist scheiße. Deswegen machen wir sie aus. Das kotzt mich ein bisschen an, die Musik. Mit jemandem plaudern, ja, da kriegen wir jedoch die ganze Zeit. Da gab es doch hier irgendwo die Punkte zum Vergeben. Wo gibt es denn hier? Stammbaum? Nein. Statistik? Wo kann man auch nochmal die Punkte ausgeben? Die jemand bekommt. Das wäre noch so eine richtig gute Frage. Oh, koketzen die beiden. Stopp. Menzi. Nee, halt. Videospiel. Ach, 50% geschafft. Wie sieht's denn jetzt mit der Kina aus? Was sind sie nämlich erstmal? Ui. Menzi, geh kalt, du. Das macht dir nichts aus, wenn die kokett sind? Aha. Das macht ihnen also nichts aus, wenn die sich nackt sehen, wenn sie kokett sind. Gut zu wissen. Ui, ui. Alex bemerkt, dass der nächste Kunde in der Chatschleife einer ehemaligen Flamme von ihm ist. Und die Sache ist damals nicht gut gelaufen. Die anderen Agenten sind beschäftigt. Ja, ich würde starten. Ja, gucken wir mal. Zum Glück von... Okay. Na, hätten wir sie ignoriert, wäre es glaube ich nicht ganz so gut gewesen. Ja. Die Tali ist munter. Alex ist ja noch eine Weile arbeiten, der ist ja gerade das hingegangen. Der arbeitet bis 18 Uhr, Madame. Bis dahin bist du alleine. Was stellen wir damit Schönes an? Also erstmal essen. Schön. Gibt es irgendwas für die Arbeit? Also hier. Ah, hier kann man Belohnung. Ah, okay, ich hab's. Gut. Zu schreiben, Musik üben. Ja, ich glaube, das können wir nochmal machen.
danach nochmal Witze schreiben, damit sie ja ihre Verbesserung bekommt in jeder Kleinigkeit, die sie hier hat. So, und dann gucken wir mal, Hygiene. Hier Punkte, Konzentration, Schlaf, Blitz, Instant, Groß, nee. Das machen wir lieber nicht. Instant, Schlangenblitzleserin. Ja, also viel gibt es ja noch nicht. Ich habe ja auch die Vampir-Sachen und sowas nicht, habe ich ja nicht drauf. Könnte sie auch, wenn sie dann irgendwas so vorspielen? Also so als Liebesbeweis meine ich jetzt. So, Hälfte Arbeitszeit ist geschafft, wenn sie. Dali wird hier noch ein bisschen üben. Und was wir bis dahin machen, ist natürlich eine gute Frage. Wir brauchen ja, um ein Kind zu bekommen, glaube ich, braucht man. Ja, braucht man, sind wir im Basic und die müssen wir da erstmal verliebt sein. Also sie wird besser, sie wird besser. Das muss man sagen, sie wird besser. Hoffen wir mal. Oh, sie fühlt sich unwohl. Verwenden. Dann geh mal lieber aufs Klo, bevor du die noch in die Hose machst. Ich weiß gar nicht, gibt es das? So. Ach du Heilige, wie lange hatten die geschlafen? Beförderung, Mensch, wenn sie wurde befördert. Bei Tag 3 Urlaubstage. Ja, stimmt, wir können noch mal Urlaub nehmen. So, Mensch, wie sieht's denn bei dir aus? Energie, Hunger. Ja, das tun wir erstmal aufräumen, das tun wir aufräumen. Dann gehst du mal ins Bett schlafen. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir irgendwann mal mit Hardy zusammenkommen. Das ist ja mein Ziel. Wir sollen mit Hardy zusammenkommen. Oh. Kann gnadenlos kitzeln. So. Jetzt geht's doch noch ins Bett. Ja, gut. Jetzt machen wir es mal bei der Ausschauung. Das ist natürlich was Wichtiges. Und wir machen hier mal ein bisschen einschalten. Winterzauber. Alternativmusik ist vielleicht doch etwa. Ja, alternativ geht schon. Finde die Wohnung relativ kahl, muss man schon sagen. So, Tali ist munter. Wir werden mal gucken. Wir werden mal das erste Mal was grillen hier. Aha. Tali kann Fitness machen. Ja, weil sie ja sowieso dünner ist als Menzi. Könnte man eigentlich auch mal ein Fitnessgerät für sie kaufen. Ich hoffe, das flammt hier nicht alles ab. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwas finden. Irgendein Fitnessgerät. Kinderzimmer draußen. Laufband. Level 9. Ach so. Ja, 900 ist auch ziemlich. Oh geil, Minzige. Ja, das muss natürlich dann sein. Ja, ziemlich groß. Ja, ein bisschen fitter hier. Unser Bude, das muss natürlich sein. Wir brauchen ja auch ein bisschen was zu tun. Er kommt sie, glaube ich, gar nicht mehr ins Bett rein. Nee, gut, lass mal.
Lass mal sie erstmal grillen. Danach lassen wir sie laufen. Energiegeladenes Training. Also wenn das sich nicht anhört. Level 2 des Kochens. Oh, sieht das gut aus. Hat es schon mal für Menzi zum frühen Morgen was gemacht? Wie lange schläfst du noch? Wird ausgehungert in 23 Stunden. Du nimmst sie dann hier eine Portion nehmen. Und du solltest dir eigentlich auch noch eine Portion nehmen, bevor du eigentlich loslegst. Wir machen erstmal alles hier noch fertig. Das hier, dann geht sie... nochmal ein Nickerchen machen. Nochmal duschen. Dann ein energiegeladenes Training. So, meine Maus ist wieder munter. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, dass die manchmal munter sind, tagsüber manchmal nicht. So. Halt. Die hat doch noch mehr Hunger. Liegestütze machen. Ja, das lass mal von Menzi reparieren. Sie soll noch Liegestütze machen. Training. Liegestütze. Das ist schnelles Duschen? Ja, Fitnessstudio besuchen. Nee. Also ich will sie auch nicht muskelprotzig machen. So. So, dann Menzi. Und dann reparier das mal bitte. Danach gehst du bitte zu ihr und flirtest ein bisschen. Romantik. Mit einer Freundin zu sein. Mal gucken, ob das schon klappt. Ja, weil ich bin natürlich der das alles ein bisschen ganz macht. Was hat denn der da in der Hand? Alles da auf einer Platine umzuschrauben. Was haben wir hier hinten alles für Anschlüsse am Fernseher? Aber alles nur Klinkeranschlüsse. Hier kann man, glaube ich, eine HiFi-Anlage von extremer Größe einbauen. So. Meine Mäuse müssen sich außerdem... Wäre es schön, wenn sie bunt sind. Ich wollte es eigentlich noch sauber machen. Ich würde mal sagen, Leute, lasst erstmal da oben da. Dann nehmen wir noch ein Part auf. Dann spielen wir noch ein bisschen. Dann gucken wir mal, ob vielleicht die Tali mitten, wenn sie befreundet sein möchte oder Freunde sein möchte. Und in nächster Zeit auch zusammenkommen möchte. Das ist natürlich eine große Frage. Lassen Sie einen Daumen da und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Menzi. Ciao, ciao.